Hallo, heute stelle ich euch meine Top- und Flop-Produkte des Monats März vor. Da ist ein bisschen was zusammengekommen, deshalb fangen wir auch gleich an. Das erste Top-Produkt, auf jeden Fall die Astro BB Cream, habe ich ja auch in meinem letzten Video angedeutet. Sie hat meine bisherigen BB Creams auf jeden Fall abgelöst, denn ja, leider konnte man das, glaube ich, auch ganz gut erkennen im letzten Video, dass ich extrem schlechte Haut bekommen habe durch diese Catrice BB Cream. Ich will sie jetzt nicht schlecht machen. Für mich ist sie ein Flop-Produkt, aber es liegt an meiner Haut. Das ist ja bei jedem anders. Und ich kann sie trotzdem von Haltbarkeit und Deckkraft her trotzdem weiterhin empfehlen, aber für mich leider Flop. Und durch die Astro BB Cream ist auf jeden Fall meine Haut jetzt besser geworden. Als ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe, sah schon nicht mehr so schlimm aus wie im letzten Video, als ich die euch vorgestellt habe. Von daher also auf jeden Fall ein Top-Produkt für mich. Dann als nächstes leider ein Flop-Produkt. Und jetzt werden sich wahrscheinlich alle wundern, aber ja, ich halte tatsächlich die Catrice Camouflage als Flop-Produkt in die Kamera. Für mich persönlich ist sie ein Flop. Und zwar hat das den Hintergrund, ich hatte ja die BB-Cream von Astor benutzt und auch angemerkt, dass sie leider nicht alle Rötungen geschafft hatte, die ich damals hatte. Die waren ja echt extrem. Deshalb habe ich mit der Catrice Camouflage nachgeholfen. Also im Wangenbereich, Nasenbereich und hier zwischen den Augenbrauen. Und genau in diesen Bereichen habe ich dann schuppige, trockene Haut bekommen. Und es muss von daher also an dieser Catrice Camouflage liegen. Sie trocknet die Haut nochmal mehr aus und ich habe wirklich schon extrem trockene Haut. Ja, deshalb leider nicht mit dieser Catrice Camouflage kompatibel. Trotzdem kann ich diese Camouflage empfehlen an alle Mädels, die nicht so extrem trockene Haut haben. Da wird diese Camouflage funktionieren, denn sie deckt wirklich super gut ab. Also für mich persönlich Flop, aber für alle anderen guckt sie euch an. Deshalb auch das nächste Top-Produkt. Ich benutze wieder meinen Concealer, den Natural Touch Concealer von Rival de Loop. Den benutze ich schon jahrelang, mit dem habe ich keine Probleme. Er deckt natürlich nicht so super gut ab wie, wie die Camouflage von Catrice. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit. Also die Deckkraft ist trotzdem mittelmäßig, also auf jeden Fall ausreichend für mich. Deshalb also wieder benutze ich jetzt wieder den als Concealer. Als nächstes wieder ein Top-Produkt und das ist die Catrice Allround Mascara. Die kennt ihr auch schon, die hatte ich euch auch schon gezeigt in meinem Wimpern-Video. Und ja, dazu passend natürlich mein Backstage-Wimpernformer, benutze ich Ewigkeiten schon. Und da wir gerade beim Thema Wimpern sind, zeige ich euch noch zwei Flop-Produkte, zwei Mascaras. Und das ist erstens mal die Astor Mascara aus der Heidi-Serie. Big and Beautiful Play It Big Lash Extension Mascara Ultra Black. Ja, was für ein langer Name. Nützt trotzdem nichts. Die Mascara funktioniert bei mir nicht. Die Mascara gibt extrem wenig Farbe ab. Also ich habe sie auch ein paar Mal benutzt. Von daher, also es ist nicht nach dem ersten Auftrag, geben sie ja immer ziemlich wenig Farbe ab. Aber die hat trotzdem auch nach dem 10. Mal Auftrag ziemlich wenig Farbe abgegeben. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber sie hat viele kleine Härchen sie hat viele kleine Härchen und die sollen verlängern. Das tun sie aber nicht, also die setzen sich nicht ab, sie stören aber auch nicht. Also es ist jetzt nicht tragisch, dass sie da sind, aber sie helfen auch nicht. Und Volumen macht sie ja, aber ich kriege das wirklich erst nach dem 10. Mal Auftrag hin. Und ich tusche sie mir normalerweise sowieso schon 5 Mal und dann haben sie trotzdem noch keinen Effekt. Also für alle Mädels, die sich eigentlich nur 1-2 Mal die Wimpern tuschen, also die bringt nichts, leider. Und verlängern tut sie auf jeden Fall nicht. Volumen macht sie dann nach dem 10. Mal tuschen. Was auch ein Flop-Produkt ist und was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum alle Mädels das toll finden und das empfehlen, das ist leider die Mascara I Love Extreme von Essence in Pink. Die Crazy Volume Mascara. Ja, ich verstehe nicht, warum alle sie toll finden. Bei mir funktioniert sie leider nicht. Sie hält den Schwung nicht. Sie verklumpt und sie, ja, ich finde, die, wenn ich sie auftrage, dann verteilt sich die Farbe gar nicht so schön auf den Wimpern, sondern dann ist mehr Farbe da und da ist irgendwie gar keine Farbe. Also, ja, ganz komisch. Für mich auf jeden Fall ein Flop-Produkt. Da ändert noch nicht mal mein Thermowimpernformer was dran. Ja, das ist nicht zu retten. Dann noch zu guter Letzt ein Top-Produkt und das ist der Blush aus der Essence Hugs & Kisses LE. Ich dachte auch am Anfang, Gott, was ist das für eine Farbe, so hell, extrem hellrosa und dann auch noch mit extrem viel Schimmer, aber ja, ich habe mich dann trotzdem doch in die Farbe verlieben können, nachdem ich sie dann 3-mal aufgetragen habe und erst nicht wusste, ob das okay ist, aber doch, das ist wirklich eine schöne Farbe, man wirkt extrem frisch und ja, wirklich toll, aber ich glaube, die gibt es jetzt auch nicht mehr zu kaufen.
Das waren meine Top- und Flop-Produkte des Monats März. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns in alter Frische im Monat April wieder.